Der FCA ist zurück aus Liverpool und die Mannschaft kann wirklich stolz auf sich sein. Am Ende hat es zwar nicht für das Wunder gereicht, doch wer hätte gedacht, dass am Ende nur ein einziges Tor den Unterschied macht? Schon enttäuscht, weil wir gut gespielt haben und wir natürlich auch gerne weitergekommen wären, aber Liverpool war stark und wir haben leider kein Tor erzielt, von daher sind wir draußen. Unser Ziel war ja von vornherein weiterzukommen, das haben wir jetzt leider nicht geschafft. Es war trotzdem ein toller Auftritt. Die ganze Europa-Liga-Saison war einfach grandios für uns und jetzt sollte es leider nicht sein. Offene Runde weiter, jetzt können wir uns auf die Bundesliga konzentrieren. Der FCA und seine Fans haben in England definitiv Eindruck gemacht. Es war Gänsehaut pur, vor allem, wo wir nach dem Spiel nochmal rausgekommen sind. Es war einfach grandios. Tolles Erlebnis für uns als Mannschaft, aber auch sicherlich besonders für die Fans. Tolles Erlebnis, war super Stimmung. Unsere Fans waren auch fantastisch. Leider, wie gesagt, haben wir kein Tor erzielt. Und dann kannst du nicht weiterkommen, wenn du in 92 Minuten kein Tor machst gegen Liverpool. Dann bist du draußen. Der große Traum Europa League ist also vorbei. Jetzt zählt nur noch die Bundesliga. Wenn wir was Positives suchen, dann ist das das Positive, dass wir uns auf die Liga jetzt konzentrieren können. Aber wir wären schon gerne weitergekommen. Und bereits am Sonntag geht es weiter im Abstiegskampf. Im Heimspiel empfängt der FCA dann Borussia Mönchengladbach.